Mit der hinnicken Kamera kommst du eh nicht weit. Da! Geil! Ja, das ist so typisch. Jetzt noch alles auf Scheine, Welt, alles live und dies, das, jenes. Gute Musik. Alles im Kasten, Sir. Eigentlich sogar der eine oder andere gut gelaunt. Alles denk am Arsch. An, was ich gesagt habe. Nochmal warne ich dich nicht. Ja, Sir. Deppert Silent Hill, das wär's. Oh, 1980. Stepper, vor der wie ein Gestehler. Jetzt wissen wir wenigstens, welche Zeit das spielt. Ich hab mir schon selbst gedacht gehabt, so, aha, okay. Das Ganze aber nicht in der gleichen Zeit sein wie bei den anderen. Aber wir mehr sein. Aber vielleicht möglich ist, dass das Team ist. Von sei damals. Wir haben noch gar keine echte Frist. Wer braucht eine Film drehen? Echte Frist, wenn uns jede vergeudete Sekunde immer näher an die ultimative kosmische ewige Frist bringt? Gruftig. Gefällt mir. Hey, was hast du da? Oh, die sind für uns alle, wenn wir drehen. Überraschung. Halt, ihr steht beide. Na schau. Also, trag nur ich. Ich hab's gewusst. Bist du unser Aushängeschild? Nee, keine Chance. Das war so nicht klar. Aufmachen. Ich hab den Film noch nicht rausgenommen. Ich dachte, sie ist kaputt. Ja, die Linse hat einen Sprung. Aber das Material ist okay. Es sei denn, du öffnest sie. Oh, ist ja gut. Wir haben gutes Material. Das Glas ist halb voll. Mann, lass mich wütend sein. Hat Sheriff Green denn nichts Besseres zu tun mit seiner Zeit? Zum Beispiel echte Verbrecher jagen und so? Cedar Hills ist nicht gerade eine Brutstätte des Verbrechens. Das stimmt so nicht ganz. Da war doch das Ding mit dem Serienmörder. Moment, wie bitte? Wann war das? Ah, ich war noch ein Baby. Ich weiß nicht wirklich was darüber. Oh, du bist ich immer noch ein Baby. Und du weißt doch immer nichts. Und jetzt sei ein liebes Baby und erzähl mir alles über diese Serienmördergeschichte. Ich weiß da etwas. Dann raus damit. Ich glaube, das ist der Grund, warum Sheriff Green uns nicht im Stahlwerk sehen will. Oh ja, dort ist das alles passiert. Du weißt also doch was. Und du hast nichts gesagt, Verräter. Ja, weil ich wusste, wie du reagieren würdest. Ja klar, verdammt. Linda, erzähl mir was über den Stahlwerkkiller. Nun, dort ging alles zu Ende. Aber davor gab es eine Reihe von vermissten Fällen. Es waren Entführungen. Morde. Und wie hieß der Typ? Vielleicht sollten wir ihn in den Film nehmen. Oh, ich weiß nicht. Frank Stone. Also, hat Frank Stone tatsächlich Leute im Stahlwerk umgebracht? Was? Unser Stahlwerk? Wo wir vor einer Stunde noch gedreht haben? So lautet die Theorie. Frank hat im Werk gearbeitet. Aber ich glaube, es stand kurz vor dem Aus. Vermutlich war da kaum noch einer. Es wurde danach geschlossen. Das wird was werden. Wer waren die Opfer? Halt, Leute. Einige aus der Stadt, einige blieben unbekannt. Die Morde waren ziellos. Es gab kein Muster. Von wie vielen reden wir denn? Das ist nicht ganz sicher. Weil die Leichen nie gefunden wurden. Nur Teile davon. Oh, nee, die nur ein paar Teile. Hat ein bisschen gepfuscht, der Wappler. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir einen neuen Drehort brauchen? Nee, Blödi. Sondern, dass wir schon den besten Drehort haben. Woher weißt du? Denk mal nach.
Unser Film wird in einem echten Mordstahlwerk gedreht? Das ist kostenlose Publicity, Mann. Oh. Die Leute werden ins Kino strömen. Wir werden total berühmt. Okay, gut. Ein paar Zuschauer kriegen wir sicher. Aber was, wenn er ihnen nicht gefällt? Dann müssen wir eben zusehen, dass ihnen diese letzten paar Szenen den Schädel wegpusten. Oh, fuck! Aber nicht, wenn unsere Scheißkamera im Arsch ist! Oh. Hey, vielleicht können Sie die Kamera ja im Drugstore reparieren. Also, ja. Also, den Rest des Budgets habe ich für die T-Shirts verschleudert. Falls du niemanden kennst, der einen Film finanzieren möchte, stehen wir ganz schön dumm da. Nett. Was? Willst du mich auch nerven? Hey, alles okay? Was ist los? Nichts. Alles gut. Klang aber nicht so. Mom wird krank und ich lasse in New York alles stehen und liegen, um hier zu helfen. Und er tut so, als würde ich rumgammeln. Es ist ihm egal, was ich aufgeben musste. Er macht sich sicher nur Sorgen um Mom. Ja, ich auch. Deshalb bin ich hier. Wie kommt er dazu, mir Hausarrest zu geben, als wäre ich 16? Absolut. Was denkt er sich dabei, hm? Tut mir leid. Ich musste nur etwas Dampf ablassen. Verständlich. Mom kann echt darauf verzichten, dass wir uns streiten. Stimmt. Ja, und du hast unglaubliche Arbeit geleistet. Ehrlich, ich weiß nicht, was wir ohne dich tun würden. Oh oh. Was? Linda, wo ist die Reimeglocke? Klingeling. Was ist die Reimeglocke? Mein lieber Bruder neigt dazu, richtig aufzutragen, bevor er dich um einen Gefallen bittet. Nein, ich spreche aus tiefstem Herzen. Okay, was wollt ihr von mir? Wir drehen einen Film und stehen so kurz vor dem Abschluss. Wir brauchen nur ein kleines bisschen mehr Geld. Na klar, das kennen wir ja. Was Jaime sagen möchte, ist, dass unsere Kamera heute kaputt ging und wir Geld zum Reparieren brauchen. Autsch. Wie viel braucht ihr? Wie viel kannst du hergeben? Nur etwa 20 Kröten? Das sollte reichen. $20? Das ist kein Kleingeld. So viel kosten Kamerareparaturen heute nun mal. Ernsthaft? Das liegt so etwa 20 Wir möchten Dollar. Hier was Gutes erschaffen und das ist nicht billig. Kriegt ihr nur damit den Film fertig? Ja. Gewinnbeteiligung! Gewinnbeteiligung! Na gut, ich bin dabei. Oh. Wie könnte ich die Kunst behindern? Wirst es nicht bereuen. Und heute Abend will ich die Garage. Was? Warum? Weil ich sie brauche. Da ist all unser Zeug für den Schnitt. Das ist die Abmachung, so oder gar nicht. Na schön, abgemacht. Ich hätte Gewinnbeteiligung gemacht. Ich hätte beinahe Gewinnbeteiligung gemacht. Ich investiere es gut. Wenn der Film erfolgreich ist, Katsching. Ich war Investor, Digi. Bist du okay? Du wirkst etwas benommen. Alles gut, aber was ist in diesem Kunstblut? Ich glaube, das ist echtes Blut mit Minzgeschmack. Oh, da stand drauf, man soll längeren Hautkontakt vermeiden. Du hast doch bestimmt gleich alles abgewaschen, oder? Du glaubst doch nicht, dass es wirklich giftig ist, oder? Das ist ein Horrorfilm, Jaime. Es kann jeden treffen. So. Jederzeit! Hoffentlich können Sie die Kamera noch reparieren, bevor Sie schließen. Ich weiß nicht, ob der Verkäufer sowas überhaupt kann. Hey, denk positiv. Ist ja nicht so, als hätten wir in dieser Stadt die Wahl. Was? Wie wär's damit? Ich dachte, der Laden steht leer. Gibt wohl einen neuen Mieter. Reparieren Kuriositäten neben Kameras überhaupt? Wo mein Großvater wohnte, gab es auch so einen Laden. Der Besitzer bastelte an lauter altem Kram rum. Man weiß nie. Da gibt's sicher lauter cooles altes Zeug. Sag du, Chris.
Na, wo werden wir wohl hingehen, Alter? Na, wo werden wir wohl hingehen, Alter? Na, sicher. Ich bin schon neugierig auf diesen speziellen Laden, ne? Ja, kapiert. Du bestimmst. Die hätten uns nur teure Angebote gegeben. Mann, wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, der Laden ist schon ewig hier. Und 3 Tage. Wäre was für den Film. Es wäre verlockend. Was, wenn der Eigentümer ein irrer Serienmörder ist, der Teenager entführt und zu Antiquitäten verarbeitet? Praktisch. Dann ist das unser Jackpot. Perfekt dafür. Schaut mal die Sachen. Oh, Kameras. Ah, die sehen nicht mehr ganz taufrisch aus. Die Besten stehen nie im Schaufenster. Wir müssen uns drinnen umsehen. Wenn überhaupt offen ist. Schade. Schaut nicht offen. Tja, so viel dazu. Wir können auch zum Drugstore, bevor er zumacht. Wonach sucht ihr, wenn ich fragen darf? Hallo? Hallo? Wir haben die Kameras gesehen. Wir suchen gerade nach Ersatz. Für die? Oh, aber natürlich. Bitte. Kommt doch rein. Ich weiß nicht, ob die dir jetzt reparieren kann, aber passt schon. Wie steppert plötzlich, oder so, die wechselt das aus in Binnensekunden, oder wie ein Ferrari-Reifen. Ich habe etwas im Lager, was noch interessieren könnte, wenn ich es finde. Bitte fühlt euch wie zu Hause. Okay. Und seht euch ruhig um. Ihr wisst nie, welche Schätze ihr hier findet. Na, schauen wir mal. Ich nehme gleich mal. Und wie zu Hause fühlen? Zapzerab. Hier? Warum nicht? Ist doch gemütlich. So maroder kapitalismusmäßig. Weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir beginnen mal mit Zapzerab. Ich beginne mal safe mit Zapzerab. So, Verkaufsmittlungen, sehr teuer. Da kannst du durchlesen, oder Büsteppert, das glaubst du, ich tue das jetzt die ganze Zeit analysieren und durchlesen. Aber da kann man schon das ein oder andere mitnehmen, ich frage nur für einen Freund. Sagen wir rein hypothetisch, sie findet da hinten eine Kamera für uns. Wie geht es weiter? Wir haben alles, was wir zum Abschluss brauchen. Außer das Stahlwerk. Sheriff Green beobachtet sicher das Haupttor. Da kommen wir auf keinen Fall mehr rein. Sicher. Na, 100%. Er wartet ja nur drauf. Der will ja nur drauf warten, bis wir da vorbeikommen. Gell? Der geiert ja richtig. Du musst irgendwie schauen, dass wir da irgendwie eine Lücke finden. Durch irgendeinen Zahn oder irgendwas in der Richtung müssen wir sie durchquetschen. Sonst wird das nix. Sonst wird das 100% nix. Da werden wir. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da werden wir wieder herausfinden, wie der aktuelle Stand ist. Es kann aber auch sein, dass man pro Kapitel was finden könnte. Das kann ich mir auch relativ gut vorstellen. Dass man sagt, so pro Kein Kapitel, Plan, dass das da irgendwas ist. Das sieht nach Schmerzen aus. Na, voll entspannt. Ganz den Rücken rausgerissen, Alter. Bombe. Naja, verspannt kannst du im Nachhinein dann immer sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir definitiv nicht vorstellen, dass du da noch verspannt bist. Oh, ein Smiley. Oh. Steppert einfach mal hier. Voll auf die Dudel. Ich warte ja nur drauf. Ich warte ja nur drauf, bis irgendeiner aus dem Fernseher rauskreut. Wer will sich das denn ansehen? Na, warte ab. Wird das Bild klarer, umso länger wir schauen, oder ich weiß ja nicht. Ja, gefühlt passiert da nichts. Boah. Sehr Tag gehabt, so okay, passt, wir warten, wir chillen. Plötzlich sehen wir da irgendwas in der Richtung. Na, kannst du vergessen. Mein Bild, genau, ich habe mir schon ein Bild, dass ich da was gesehen habe. Na schau, hätten wir gleich wenigstens eine Filmrolle. Beziehungsweise vielleicht sogar einen Film. Ugh.
Stell dir vor, damit nachts zu kuscheln. Aber jetzt habe ich meinen Dach gehabt, so vom Sound her. Irgendwas passiert jetzt. Ich hätte schwören können vom Sound her, dass jetzt irgendwas passiert. Das hat sich jetzt so dermaßen voll danach so angehört, wie wäre da jetzt irgendwas am Start. Interessant. Also wenn sie mit einer riesigen Kettensäge auf uns zuläuft, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Ach, das wäre eh voll entspannend. Glück. Ein sehr edles Stück. Ja. Wow. Darf ich? Natürlich. Sie ist ziemlich alt. Könnte funktionieren, aber wir hatten uns eigentlich was anderes vorgestellt. Mhm. Wie viel wollen Sie denn dafür? Ah, da ist ein winziges Preisschild dran, aber leider, ich habe meine Lesebrille vergessen. Schau du doch mal selbst. Wir könnten Sie so richtig verarschen. Einmal gratis. 20 Kröten. Oh. Man kann sie verarschen. Das wäre so geil. Okay, sicher. Ich finde, das klingt vernünftig für so ein Teil. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Kamera. Oh, aber bitte keine Ursache. Es ist wirklich schön, wenn junge Leute eine Leidenschaft für die Künste haben. Ja. Ja, die haben wir. Ah, die ist sicher nicht so ganz so Mischuge. Ich weiß ja nicht. Die ist vielleicht noch verliebt und so was. Dann später, oder? Zeigt sie ihr wahres Gesicht. Ich habe meiner Mom versprochen, auf dem Heimweg Milch zu kaufen. Oh, soll ich das? Halt das! Bin gleich zurück. Warte, Chris, wir haben alles ausgegeben. Notfallsockenmünze! Notfallsockenmünze? Die hat die auch verforscht. Die hat nur das ganze Geld gehabt. Die ist arg. Die ist richtig arg, weil sie hat nur alles gehabt. Echt? Oh, ein Karate-Kito, ein Bistepat. Tschu-tschu-tschau. Bistepat, jetzt zerlege die kleine komplette Hitten. Na, Alter. Dann bediene ich mich gleich selber noch sicher, oder was glaubst du? Ein Spülen, das. Welche Flaschen, vielleicht ist ja schon Coca-Cola anwesend oder irgendwas in der Richtung, wer weiß. Irgendwas, da hinten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich rechne damit, dass es pro Kapitel so ein Ding geben wird. Ich rechne sehr, sehr stark damit. Das sagst du, oder pro Kapitel kannst du so ein Haverei sammeln. Finde ich super, finde ich mega. Taugt mir. Weißt du was, ich warte noch ganz kurz auf die Milch. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen was zum Sammeln. Ja, ausnutzen mit Absicht. Hätte ich gesagt gehabt, oi. Oi. Wo siehst du das? Aha, okay. Also quasi, das ist dann so quasi der Schutz oder was? Wenn ich damit rechne oder irgendwas in der Richtung. Weil ich rechne damit, dass es so ein bisschen auch der Schutz ist. Genau, und ich muss halt da quasi so ausweichen und den Highscore knacken oder irgendwas in der Richtung. Und die Dinger sind mir da die ganze Zeit im Weg, oder da tue ich ausweichen. Geh bitte, oder mache ich hier, oder schneller, als du was schauen kannst. Steht mir eigentlich mehr im Weg, das Ding hier. Na, da sind wir nicht ab. Nee, schnell über dem Ausweichen, da die sind scheißen, geh die Wappler. Und tschüss. Warte, dann machen wir noch kurz den Shell. Wichtig. Dann machen wir da noch den Schwenkerer. Dann werden wir das wohl schon hinkriegen, oder? Na sicher, gib ihm Schule. Oder voll daneben gerade, aber voll daneben. Ah, die Aliens auch noch. Oh, die Aliens muss man auch noch abschießen. Alter, durch das die nicht relativ nah daherkommen, ist eh wurscht. Mhm. Warte, chill, genau, und dann das. Ja, genau, easy, windy.
Da kannst du nur 20 Mal schießen, ist mir das wurscht. Oh, jetzt, genau jetzt kommt der scheiß verfickte Alien, Alter. Fick dich. Wirklich, fick dich, Alien. Fick dich. Normalerweise wäre es das. Da hätten wir jetzt kassiert, Alter. Länge mal Breite. Oh, wie kann man nur so viel Pech haben, Alter. Scheiß verfickte Alien, Alter. Und so am Maßen, ich sag's euch, so am Maßen ist depperte Alien, Alter. Witz, Frechheit. Kannst du eigentlich im Beinhard dastehen und abwarten und chillen. Da muss schon mindestens einmal die Hälfte mehr. Mhm. Das ist. Wie kann dieses depperte Alien so Glück haben? Dieses scheiß UFO, ich sag's euch. Das depperte UFO, wie kann man nur so Glück haben? Schlimm, schlimm. Aber jetzt haben wir es getroffen. Ich glaube, ich muss eh Highscore knacken für eine Trophäe oder irgendwas in der Richtung. Irgendwas habe ich noch gesehen gehabt, kurz in den Trophäen. Ja, ein bisschen zart, aber wurscht. Ein bisschen zart, aber nicht so dramatisch, gell. Machen wir eh easy win und tschüss. Schauen wir nur, dass wir unsere 5000 oder 6000 zusammenkriegen, damit wir den Highscore haben. Dann hätten wir auch die Trophäe, oder? Also nicht so dramatisch. UFO ist halt nur wichtig. UFO ist halt sehr, sehr wichtig. Aber man merkt wenigstens jetzt schon, da schießen wenigstens schon ein paar mehr. Das passt dann eh. Das passt dann eh. Bewegen tun sie sich auch schon schneller. Ja, sehe klar. Jetzt ist es schon die dritte Welle, vierte Welle. Oder irgendwas in der Richtung. Okay. Ja, das war jetzt klar. Alter, ich wollte gerade sagen, so trief einmal Wappler, trief einmal. Das ist ja nix. Da, mach auf Zerlegermodus und tschüss, Alter. Alle weg vom Fenster. Geh in der Mitte und so und tschüss. Oh, so habe ich nicht einmal gesehen gehabt. Aha. Ha! Das Reim ist Highscore. Ist es jetzt? Ja, passt, Highscore, darf schon sterben. Ja, moin. Da, flieg eine und tschüss. Passt, ist schon wurscht, ist schon scheißegal. Hauptsache, wir haben die Trophäe. Richtig und richtig. So, da darf ich leider nicht drüber kraxeln, okay. Aber gibt's da wenigstens irgendwas, was ich noch fladern könnte? Bisschen zapp, zerab. Wichtig und richtig. Hey, Chris. Robert, ich dachte, du arbeitest in der Bücherei. Woher weißt du das? Ich hab dich dort noch nie gesehen. Ich hab überall Spione, Mann. Also, Linda. Ertappt. Du kannst ruhig mal vorbeikommen, weißt du? Bücher beißen nicht. Oh, Linda ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Ich glaube, den Wurm gibt es nicht. So wie den Bücherwurm. Ah, okay. Wir schließen in circa 2 Minuten. Also. Oh, stimmt. Ja, ich brauche Milch, aber ich habe keine gefunden. Oh, Moment. Moment. Wir sind vom Kühlschrank gestanden, du Volltrottel. Den vermisst der Bub noch immer. Wer weiß, wer eine weiß. Milch. Eine Milch. Danke. Gerne. Okay, das macht 25 Cent. Hey. Ja, in der Bücherei sehe ich solche Beträge natürlich nicht. Eigentlich sehe ich gar keine. Ich arbeite ehrenamtlich. Nicht übel, wenn man Socke. Gerne liest, schätze ich. Vielleicht bist du gerne immer. Stimmt. Wir haben eine coole Horrorabteilung. Wusste nicht, dass du Horror magst. Nur Bücher? Filme, Comics auch. Was ich in die Finger bekomme. Weißt du, Reime, Linda und ich drehen einen Horrorfilm. Im alten Siederhills-Stahlwerk. Echt jetzt? Wir könnten jederzeit Hilfe gebrauchen, wenn du auf sowas stehst. Ich stehe voll drauf. Aber? Weiß mein Dad, dass ihr ins Stahlwerk geht? Er bewacht den Ort mit Adleraugen. Ja, wir sind ihm heute begegnet. Aber wir schleichen uns nochmal rein, um den Rest zu drehen. Mann. Bist du im Arsch? Ich wäre echt gerne dabei. Bei was denn? Hey, Dad. Ja, Chris hat mir gerade erzählt, dass sie, wir organisieren eine Spendenaktion. In der Bücherei. Okay,
Willst du mitfahren? Oh ja, ich hole nur schnell meine Tasche. Den Boom nehmen wir sowas von mit. Der wird als erstes abgeschlachtet. Das wär's. Chris. Tut mir leid, dass ich gerade so streng mit dir und deinen Freunden war. Ich wollte nur, dass ihr mich ernst nehmt. Kapiert. Ich habe von Frank Stone gehört. So ein Ding wimmelt sich ja von Dämonen. Wenn du meinen Job lang genug machst, wird dir klar, dass es überall Dämonen gibt. Bereit? Bis dann. Hey, hey, hey. Ich kann euch ohne sein Wissen ins Stahlwerk bringen. Sagt nur Bescheid. Drehen wir einen Film.